sieht ja total bescheuert aus. Zu Wasser wäre auch cool da drunter, ja. So, wir bräuchten hier unten auf jeden Fall Toiletten. Hotel? Ah, es gibt sogar Hotels. Restaurant. So, ich bräuchte mal bitte... Das ist mir jetzt zu heftig. Das passt hier nicht so richtig rein, ne? Das ist ein Gebäude für eine Toilette? Nee. Gut, dann müssen wir da vielleicht doch irgendwas bauen. So. Dann bauen wir jetzt hier auch was. Wieder hier runterfahren bei unserer Achterbahn. Ist jetzt so ein bisschen, ich bin so ein bisschen begrenzt, was die Auswahlmöglichkeiten angeht von meinen Sachen. Ich finde, mit dem bisschen, was mir so zur Verfügung steht, und wir sind ja irgendwie immer noch am Anfang, so ein bisschen, sieht das doch eigentlich ganz cool aus. Ich habe mir halt hier so gedacht, so da heißt es Steine, irgendwie so als Einfahrt, ist bestimmt cool. Ich würde jetzt aber auf jeden Fall mal gerne eine Runde mitfahren.
Buch, warte. Kann ich mir das aussuchen? Na gut. Ich dachte, ich könnte mir das aussuchen. So, warte mal. Der kommt jetzt gerade an, ne? Gut. Wir fahren jetzt mal mit dem hier mit. So. Dann gucken wir mal, wie das ist, wenn wir durch unseren Park fahren. Wofür sieht der denn aus? Oder sie? So, let's go. Okay, das mit den Bäumen kommt schon sehr, sehr cool. Das erinnert mich so an die, an diese Achterbahn Wilde Maus, falls es jemand von euch kennt. Oh, ey, okay. Ja, das ist wirklich so ein bisschen wie Wilde Maus. Aber wir haben genau die richtigen Stellen jetzt Sachen hingestellt. Okay, jetzt stehen wir hier. Und es geht weiter. Ja, doch, das kommt schon ganz cool, finde ich. Also, mir gefällt das. So ein bisschen Mischmasch an Bäumen. Ich habe mir auch mal hier so, ne, so ein paar Automaten hingestellt, weil ich dachte, das ist vielleicht besser. Das entlastet unsere Verkäufer vielleicht auch ein bisschen. Die stehen ja auch ganz schön gut an, ne? Was macht denn der so an Money, an Umsatz? $187. Aber wir machen auf jeden Fall Plus mit dem Teilen. Ich wollte halt irgendwas hier oben haben und ich wollte jetzt nicht so langweilig wieder irgendwie so eine... Ja, diese Dinger, die wir auch hier unten schon stehen haben, ne? Toilette und Burgerladen und hast du nicht gesehen. Wollte ich jetzt nicht hier oben nochmal machen. Also hier sieht es auch schon echt mittlerweile sehr voll aus. Das wäre halt gut. Ja, wir haben ja immer noch das Ziel, wir müssen 4000 umsetzen im Monat. So, da mal hier hoch. So. Ich würde sagen, ich würde das jetzt einfach mal ein bisschen durchlaufen. Da mache ich vielleicht auch mal ein bisschen Money. So, mal gucken. So, was ist denn hier los? Wie viele verpasste Chancen haben wir denn jetzt hier? 10 Bewertung, 58%. Okay. Na, das macht Minus. Aktueller Ruf veraltet. Ja, das Ding ist halt, ne? Ich würde mal so ein 7 Jahre bis zum Klassiker-Status. Prestige. Das macht dort auch echt einen Unterschied, ne? Das Ding macht sogar mehr Plus, obwohl die Warteschlange immer leer ist, ne? Heftig, heftig. Das Ding ist auch gut. Stabil. Mit seinen $3. Ja, solange es halt läuft, ne? Wie sieht es hier aus? 60% der Leute sagen, dieser Park ist ein Schnäppchen, der Eintritt ist niedrig und jetzt ist auch noch so Madness so billig. Gehen wir auf Achtung. Wenn die Leute sagen, ist das so günstig? Was ist hier? Ich finde das anscheinend auch hier niedlich. Niedrig. Vielleicht schläft er der. Jetzt fantastic. Das ist unser Hutladen, ne? Boah, das ist echt voll hier. Puh.
Wir sollten noch so ein Teil bauen eigentlich. Vielleicht hier oben. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Toilette finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, wie ihr das findet mit dieser Klappe hier. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn das so zu ist. Und ich weiß sonst nicht, wie ich das gerade, also zum aktuellen Zeitpunkt einsetzen soll. Ghostbusters. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe hier auf einmal so Extras, Add-ons oder so angezeigt bekommen. Aus dem Nichts heraus irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das auf einmal kam. Pyramide. Das Sets Fantastic ist halt auch schon groß, ne? 491. Wäre aber ganz gut, wenn wir noch einen hätten. Eigentlich. Setze ich vielleicht hier einen hin? Warte mal, angepasst. Ne, angepasst brauchen wir nicht, oder? Aussichtspunkt. Ach, cool. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Von hier oben würde halt Sinn machen, ne? Also, hier so. Gibt schon verrückte Dinger hier. Energy, Slush, das sind sogar alles Getränke. Unterhaltungsstelle. Okay. Was macht das? Schön wäre halt, wenn irgendwie was dazu stehen würde. Hier machen Maskottchen halt, um die Gäste zu unterhalten. Ah. Haben wir überhaupt Maskottchen im Park? Ich weiß es gar nicht. Mal vorspulen. Sonst wird das hier nie was, dass ich irgendwo was hinsetze. Shit. Blockiert. Blockiert. Achso, das muss ich hier hinsetzen. Ah. Ah ja. Okay, ich verstehe. Okay, cool. Ach, meinst du jetzt gerade setzen können? Jetzt habe ich da kein Geld. Jetzt muss ich da warten. Mal gucken. Warte mal, ich muss mal eben schauen, ob wir das hier noch teurer machen. Vielleicht auf 10. Solange wir noch den Status haben. Gehen die da rein? Ah, jetzt hat es natürlich ein technisches Problem. Ist klar. So, ich würde mal vielleicht ein Maskottchen hier einschleusen. Hier so ein Piraten zum Beispiel. Kann ich das denn jetzt irgendwie zuweisen? Also kann ich das irgendwie bearbeiten? Oder muss ich dem... Warte mal, wenn ich jetzt hier sage Pirat. So, wir gehen dann auf unsere Mitarbeiter, Techniker, Verkäufer, immer hier. Ich jetzt sage... Okay, das kann ich gar nicht beeinflussen. Oder doch? Ah, hier und da. Aha. So geht er jetzt hier hin. Und der hält 17 Gäste. Das ist ja witzig. Achso, der bleibt jetzt, glaube ich, hier in diesem Radius, oder? Kann das sein? Also, sieht zumindest gerade so aus.
Wir müssen unbedingt ich muss jetzt demnächst einen Kredit aufnehmen, damit wir die ganzen Sachen mal wieder neu instand setzen können. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit unserer Bewertung dafür, sag mal, etabliert? Ich würde mit Würde packe es ins Schnäppchen. Also 9% finde ich zu günstig. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch teurer machen sollten, aber ja, wir machen Minus, ne? Teurer als 10 würde ich halt nicht gehen wollen. Man kann es mal probieren. Der Weg ist eklig. Warum ist der Weg eklig? Ja, gut, ist die Warteschlange, ne? Ich wollte ja einen Premium-Weg bauen. Hat aber nicht so ganz funktioniert, ne? Wie wir wissen. So. Vielleicht schaffe ich das ja auch ohne. Und wie lange geht denn unser Kredit noch? Oder ist der fertig? Ja. Ist fertig. Gut, das heißt, wir machen auf jeden Fall wieder Money. Müssen wir eben schauen, dass wir unsere Leute vielleicht mal weiterbilden. Ja, hier zum Beispiel. Ja, hier zum Beispiel. Hier. So. Achso, warte mal, der ist niedrig. Alles, was hoch ist auf 180, ist eigentlich ganz gut, glaube ich. Oder warte mal, kann ich nicht. Verkäufer. Können zum Beispiel auf 200 hochgehen. Hier. Hier. Überall, wo es hoch ist. Vielleicht machen wir das dann ein bisschen angenehmer für die. So. Ich wollte doch aber eigentlich, also dann bin ich einfach mal eigentlich im Plan irgendwie ganz schön weggekommen. Was haben wir denn hier? Hotdog Squad, Verkauf so Pizza Pan. Cosmic Cow Milch. Ist ja blöd, dass ich das. Das verbindet sich so blöd, oder? Hier so ein Imbissstand wäre halt voll nice. Das hat alles drin, ne? Und das würde unsere Szenerie ein bisschen anpassen. Aber. Na. Burgerladen, Piratenfestung. Ich glaube schon, dass wir mit den Geschäften eigentlich ganz gut Money machen. Kriegst du dann auch wieder einen Verkäufer oder was? Ja. Na komm. Na komm. Gib mir jetzt das Geld. Wo wollen wir denn? Ich weiß es gerade gar nicht. Zweihundert, glaube ich. Na, klick, 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 klick. Geht nicht. Ich komme nicht so. Wow. Ich komme nicht so richtig auf den grünen Zweig hier.